meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, heute ist Freitag. Ich bin sehr gestresst, plötzlich merkt man das. Muss ich mich in 2 Stunden los... Also wir müssen los. Ich fliege Flock. Ich fliege heute nämlich nach Italien. Und ich habe noch nicht gepackt. Ich zeige euch mein Backhaus. Hallo. Hallo. In dem, was du auch kennst. Also, das ist mein Packhaus, meine Lieben. Ich habe noch nichts vorbereitet. Ja, ich muss hier ein bisschen, wie ihr seht, packen. Der ist noch leer. Ich habe hier noch Amazon-Bestellungen, die gestern angekommen sind, die ich auch mitnehmen will, zeige ich euch dann. Ich zeige euch mal mein Badezimmer. Schauen wir bitte nicht ins Wohnzimmer, da ist Chaos. Schaut euch mal das Badezimmer an. Was ist hier passiert? Also ich meine ganzen Sachen, die ich zum Schminken mitnehmen will. Überlege, ob ich den Dyson mitnehmen soll. Hier ist überall alles offen. Yay! Ich bin auf jeden Fall slightly gestresst. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Warum habe ich noch nicht gepackt? Jedes Mal nehme ich mir vor, früher zu packen. Und dann mache ich es doch nicht. Jedes Mal. Und jetzt 3 Stunden vor Abflug und ich habe noch nicht mal eine Socke da drinnen, okay? So, ich bin jetzt nochmal 1 Stunde später. Ich habe jetzt wortlos gepackt, also ohne euch mitzunehmen, weil ich war wirklich so gestresst. Ich habe mich nochmal umgezogen, habe mein T-Shirt gebügelt und ja, ich habe auf jeden Fall alles reingepackt, was ich denke, dass ich brauche. Ich brauche noch mein Abendkleid, also Schuhe habe ich alles, Hosen für den ersten Abend, noch eine Tasche, dann meine Valentino-Tasche, die habt ihr ja in dem Amazon Fashion Haul gesehen. Dann habe ich hier meine Tasche, die ich so mitnehme. Dann habe ich hier noch natürlich Schminksachen, Pflegeprodukte, alles mögliche abschminken. Ja, alles, was ich brauche. Meine Parfums natürlich von Jogging. Ich habe einmal von Tom Ford Soleil Blanc mitgenommen und mein liebstes Baccarat Rouge. Dann habe ich auch diese Kamera mitgenommen, denn ich werde ein bisschen vloggen. Mein Steamer von Amazon habe ich den bestellt. Er hat die besten Bewertungen. Ich werde ihn euch wieder in meinem Influencer-Shop unten in der Infobox verlinken, aber ich werde euch auch den Link direkt reinpacken. Ich werde den wahrscheinlich jetzt gleich auspacken, denn da steht Storage Bag Included und vielleicht ist der dann ja einfach besser zum Verstauen. Dann habe ich für mich hier bei Amazon gestern noch ein paar Sachen bestellt. Das ist nämlich so ein Reinigungsbalm. Also mit dem schminke ich mich total gern ab. Ich habe das schon zum 3., 4. Mal jetzt nachgekauft, weil ich habe es von einer Freundin geschenkt bekommen. Das ist so, so eine Creme drin, mit dem man sich mega toll abschminken kann. Ich habe auch zwar dieses Reinigungsöl, aber das ist nicht so gut. Also das ist viel, viel cooler. Das werde ich auf jeden Fall auch gleich auspacken. Das habe ich auch bei Amazon bestellt. Ich habe mir nämlich auch für das Event so Lashes bestellt. Von NYX, die schauen so aus. Und von KISS habe ich mir auch welche bestellt. Schaut mal, schaut mega schön aus, oder? Es sind auf jeden Fall falsche Nerz. Es ist kein richtiger Nerz, aber es ist falscher Nerz, was auch immer das bedeuten soll. Da ist zwar ein Kleber dabei, aber ich nehme halt lieber doch meinen Duo-Kleber, weil der ist viel, viel besser. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Dann habe ich mir auch noch ein Olaplex bestellt. Könnt ihr vielleicht noch erinnern, ich habe mal in einem Action-Haul gezeigt. Gab es auch so ein Plex. Mega zum Schmeißen, mega Schrott. Kann man nicht vergleichen mit dem Original. Und deswegen probiere ich jetzt auch mal dieses Lilane. Das ist ja für blonde Haare. Und ja, habe mir auch so eine Reparaturkur bestellt. Weil das Shampoo so an sich ist sehr gut, aber für meine eher fettigeren Haare nicht für immer zum Empfehlen, aber für ab und zu sehr gut. Dann, wie gesagt, braucht man aber auch die Nummer 3, um die Haare zu reparieren. Das nehme ich aber jetzt nicht mit, das lasse ich jetzt einfach da. Dann habe ich mir auch ein Vitamin C Serum bestellt. Ja, Anti-Aging, Antioxidant, ist auf jeden Fall sehr toll, wenn man so ein bisschen dunklere Pigmentflecken oder ja, einfach so Verfärbungen im Gesicht hat. Das hat mega gute Bewertungen, habe ich auch von Amazon bestellt. Sehr krasse Bewertungen, also das bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Werde ich auf jeden Fall verlinken, aber das nehme ich auch nicht mit. Was ich mitnehmen möchte, ist auf jeden Fall, ich habe mir von Urban Decay auch von Amazon, ich sage es, ich bin voll auf den Amazon-Zug raufgesprungen. Ich wusste nicht, dass es so viele coole Markensachen dort gibt, aber ihr müsst einfach nur danach suchen und vielleicht gibt es. Und ich habe diese Urban Decay Stay Naked Palette bestellt. Das ist einfach mal Bronzer, Highlighter und Blush drinnen. Die nehme ich mit. Ein Olaplex. Ah ja, genau, stimmt. Ein Olaplex habe ich voll vergessen. Ein Oil. Hat mega gute Bewertungen. Das kann man verwenden, auch wenn man die Olaplex-Serie gar nicht nutzt. Das ist Öl, sondern wie best, also das soll das beste Öl überhaupt sein. Das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Das werde ich mir gleich in die Haare geben. Oh, das ist cute. Schaut euch mal das an. Und ich habe mir auch eine Naked 3 Palette bestellt. Mega. Also ich habe von Urban Decay schon einige Sachen, aber noch nie die Naked 1, 2 oder 3. Und das ist mein erstes Mal. Auf jeden Fall sind das komplett meine Farben. Eher so, wie sagt man, so Erdtöne. Und ich finde die mega schön. Und eine Haarbürste habe ich auch bestellt. Die habe ich eigentlich nachbestellt, weil die habe ich für die Mädels schon bestellt. Und die habe ich jetzt einfach mal einmal für mich noch und für die Michelle. Also, diese Nina Bella ist so eine tolle Bürste. Die zieht nicht. Die, schaut mal, die bewegt sich da mit dem Kopf. Und die kostet echt knappe 10 Euro. Und die ist so gut. Wirklich so gut. Die Michelle hat sich die beige ausgesucht. Und ich habe mir eine grüne ausgesucht. Die Mädels haben eine rosane. Die kommt auch noch mit. Ich denke mal gerade, okay, da passt gar nichts mehr rein. Und für die Michelle habe ich ihr noch so Akne-Pimple-Patches bestellt. Das sind so Aufkleber, die man über Nacht auf den Pickel lassen kann. Da ist Teebaumöl drinnen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann wirkt es, dass das schneller weggeht, der Pickel. Und das sind 144.
44 Stück drinnen, das sind zwei Pakete. Und da ist sogar Salicylsäure dabei, drinnen, das ist sehr gut. Also sehr effektiv und ja, für Teenager halt zu empfehlen. Patch drauf, Pickel ist am nächsten Morgen dann weg. Ja, gut, das muss ich dann noch rausholen. Lasse ich das für die Michelle, für mich. Das ziehe ich an. Mach mal schnell ins Thema auf. 10 Uhr. Eine Stunde müssen wir los. So schaut der aus. Der ist von der Marke Philips, habe ich euch auch schon vorhin gezeigt. Und da kommt das Wasser rein. Das Wasserbehälter, der wird dann hier drauf geklickt. Und dann... Auf jeden Fall richtig toll für Reisen, denn man kann ja nicht immer ein Bügeleisen. Und vielleicht hat das Hotel eins, aber wer weiß... wie das dann so ist. Deswegen, ja, man ist immer schneller, wenn man sich selbst hilft. Deswegen habe ich jetzt diesen Steamer. Wieso habe ich so viel Make-up mit? Wieso? Wieso? So schaut übrigens dieser Balm aus. Für die Leute, die mir schon länger folgen, kennen das eventuell schon. Das schaut aus wie eine Creme. Da nimmt man sich ein bisschen raus, reibt sich das ein bisschen auf die Hände und dann das ganze Gesicht, also wenn man geschminkt ist, zum Abschminken. Und das ganze Make-up verflüssigt sich. Da muss man nur mehr mit so einem Ohrschieß, die habe ich in mehrfacher Variante zu Hause, einfach nur mal das Gesicht mit Wasser abziehen. Übrigens findet ihr alle Sachen, die ich euch heute gezeigt habe, in meinem Influencer-Amazon-Shop. Das ist nicht mein eigener Shop, sondern das ist einfach nur Empfehlungsshop. Wenn ihr euch das anschauen wollt, was ich euch empfehle, was ich für gut empfinde, schaut da einfach rein. Da habe ich alles verlinkt und ich würde mal sagen, muss ich mir mal sputen hier. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also Öl wollte ich mir auch noch auftragen. Stimmt. Ich habe hier so ganz wenig. Bei Öl müsste man echt vorsichtig sein. Kann echt dann fettig ausschauen. Und ich muss euch ehrlich sagen, dieses Action Olaplex kommt leider nicht gegen das Originalplex. Also ich weiß nicht, mir gefällt es halt nicht. Wenn ihr Olaplex ausprobieren wollt, nehmt ein bisschen Geld in die Hand und nehmt das Originale. So, da. Das lasse ich zu Hause. Ah, ich brauche dann Wimperkleber noch. Kleber habe ich. Also ich habe diesen Duo-Kleber, werde ich euch auch verlinken. Das ist einfach der beste Kleber, den es gibt für Wimpern. Ja, die Wimpern werde ich da in den Koffer reinschmeißen bei den Unterhosen und Socken. Und den Kleber lasse ich da drinnen. Ich glaube, meine Naked-Paletten werde ich auch irgendwo hier und zwischen den Klamotten reinpressen. Papa, kannst du mir kurz helfen? Ich krieg dieses Ding ja nicht zu. Das war viel. Nee, ich muss mir ja schminken, oder? Wenn ich könnte das zu Hause lassen, denn ich habe anderes dabei. Nee, wieso nimmst du mir irgendwas? Aber was ist, ich habe was, dann nehme ich noch. Ja, aber was ist denn die Farbe? Ist das gut? Okay. Wie schaffen wir das, dass wir... Na, das will ich uns da reinschmeißen. Ich habe Stress. Okay, ich Ehring. Also, ich muss noch das Abendkleid da reinquetschen. Ich meine, das ist eh, schau, da oben ist noch Platz. Ja. Und diesen Koffer. Wir sind in deine Tasche... Ja, für was? Vielleicht nehme ich eine schwarze oder die nimmt, damit ich was zur Auswahl habe. Machst du was bei den Unterhosen vielleicht zu? Du hast keine Ahnung. Was ist, wenn ich mich umentscheide, dass ich doch keine beige Tasche will oder eine schwarze? Was mache ich dann? Hm? Ja, dann nehme ich gar keine, damit ich nicht zu entscheiden habe. Dann nehme ich mir, kaufe ich mir einfach dort eine, oder? Nein, ich kaufe gar keine. Mein Abendkleid vielleicht da hinten rein, oder? Was sagst du? Das Problem ist, weißt du, was das Problem ist? Die Schuhe. Die Schuhe. Weiß ich nicht, ob man die irgendwo anders... Lass gut. Stell den Koffer so komplett gerade, Schatzi, dann kann man es besser schlichten. Weil da kann man noch ein paar Klamotten reingeben. What? Wo du da gerade zumachst, da hinten. Das ist doch wieder Schuhe. Das ist für meinen für dieses Kleid habe ich diese Schuhe. Zwei Tage, drei Schuhe? Ich habe auch schon. Ja, vielleicht weiß ich noch nicht, ob ich mit offener Zehe oder geschlossener Zehe nehme. Was ist, wenn wir hier noch was dazu geben? Wäre nicht schlecht, oder? Das ist die gleiche Scheiße. Na, wieso? Das, weißt du, du meinst, das wird eh gepresst, oder? Aber das muss noch rein. Welches? Der ist doch. Ja, das wird schwierig. Soll ich dann lieber die schwarze Tasche da lassen? Und dann lasse ich die schwarze Tasche dran. Tschüss, Tasche. I will miss you. Du hast mir nichts gesagt, du die Tasche schon. Du bist ja auch noch nicht weg, oder? Ich bin ja noch nicht weg. So. Das kann jetzt irgendwo noch reingepresst werden. Das wird tricky, oder? Hey, das geht. Locker. Wir müssen den wiegen, wie viel der hat. Der darf nur 20 Kilo mit haben. Naja, du hast 10 Kilo, 20 Kilo noch Schuhe. So, ja, Mann. Tschüss, Mann. Wenn das 20 Kilo hat, ich weiß nicht. So ein dicker Koffer. Ich, wie viel Kilo wiegt der Papa? Schau mal. Ich mag auch mal. Ja, ja, warte jetzt. Es ist wie ich glaube, 80, okay. 80,5. Jetzt gibt der Papa mal den Koffer in die Hand. Liegt einfach drauf, oder? 100. 100. Yeah, 20 Kilo. Hat 20 Kilo. So, ich mach's mal. Ich mach's mal. Halt mal die Kamera. Ich habe 70,7 Kilo, okay? Naja. 90. Also ja, bei dir war es genauso. 20 Kilo. Er ist noch unter 20. 70.
19 Kilo hat. So, meine Lieben, wer hätte es gedacht, wir haben es geschafft. Wir sind sogar sehr pünktlich weggefahren. Wir haben jetzt die Lara noch von der Schule geholt. Alle Kinder sind dabei, außer die Michelle. Die Michelle ist schon in der Schule, also die ist noch in der Schule. Ich habe mich von der Michelle in der Früh schon verabschiedet. Ja, jetzt fahren wir zum Flughafen und dann geht's los. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, ich mag das nicht so verabschieden von Baby, von Babymäusen. Deswegen, ja, aber wird schon. Brav, ja. Das ist ein Papa folgen, ja? Ah, love is in the air. La 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 la. Ey, brav, ja, komm, steig an, steig vorne. Geh nur den Philipp küssen, er schläft. Okay. Sei lieb zu ihm, ja? Beim Schlafen gehen. Er sollte zu mir lieb sein. Das habt ihr auch, ja? Die liebt dich auch. Bye. Naja, schaut nicht so schlimm aus, oder? Mal gucken, wo ich meine Marina finde, mein Sponsi. Ah, da ist sie. Da ist sie, da ist sie. Ich bin gerade angerufen. Hallo, Daniela. Hi. Schönen guten Morgen. Hallo, ihr Süßen. Hi. Okay, wohin jetzt? Für Alex. Hi. Okay, hi. Hallo. So, ich muss jetzt meinen Koffer abgeben und es ist jetzt nicht so viel los. Hoffentlich geht das rucki-zucki. Marina, wo? Da geht's ab. Ah, hi. Wo da? Da bist du. Alles klar. So, ich habe alles gefunden. Ich habe jetzt diesen Eingang zu diesem Labyrinth hier nicht gefunden. Aber ich habe es jetzt raus. Dann müsste ich mal direkt durch. Ah, Sarah! Guck. Naja, sie sehen, wo ich sehe, keiner vor mir. Wieso, es war eh keiner vor mir, oder? Solange keiner vor mir ist. Guck mal. Die Dani, die gehört eh zu uns. Die Sarah ist da. Hallo. Ich verlinke sie euch. Sie ist eine krasse Influencerin auf jeden Fall. You see? Über 100.000 Abonnenten auf Instagram, oder? Und ich habe meinen verloren. Ich hoffe mal, dass irgendwann mal Instagram gütig mit mir ist, mir den zurückgibt. So, ich packe jetzt mal kurz die Kamera weg. We made it! Wir haben es durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Oh mein Gott, ja, fast Sarah hat illegale Coca-Cola und Red Bull dabei gehabt. Deswegen wusste ich, war das ein, ich glaube, das war ein Drogenabstrich, den sie mit dir gemacht haben, oder? Ja. So, wir gehen jetzt mal auf die Bibi-Box und dann essen wir mal was. Wir haben uns jetzt was zum Essen geholt. Ich muss euch mein Essen zeigen. Ich habe mich nicht, konnte mich nicht entscheiden und habe einfach so einen Mix aus allem gemacht. Frikadelle, Tikka Masala, Polenta, Gemüseteig. Sie haben sie ein bisschen besser zusammengerissen. Die Diana so Saumagen. Einfach let's go. Rein damit. Aber es schmeckt mega, mega gut. Wir sind hier ein bisschen Henry's. Wir wollten eigentlich erst in Burger King, aber die Sicherheitsschlange war sowas von brutal lang, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und hier war so unsere beste Entscheidung. Jetzt sind wir alle zusammen. Team Jogan, macht man alle irgendwas an? Ja, wie ihr seht, wir sind eine richtig große Gruppe. Wir warten jetzt endlich, in den Flieger einzusteigen. Meine Kamera ist jetzt leer gegangen. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass wir jetzt warten aufs Boarding und dann geht's los, halbe Stunde. Und ich freue mich schon. Wir sind schon sehr aufgeregt. Kurzes View nach draußen. Bald geht's los. Der Flieger ist auf jeden Fall schon von dieser Zugang weg und jetzt geht's dann mal los. Schaut euch mal das an, ihr Lieben. Das ist nicht crazy. Über den Wolken. Einfach mega. Bitte, könnt ihr das sehen? Dieses Blaue da, das ist das Meer, ihr Lieben. Seht ihr da drüben?
das ist die Küste. Oh mein Gott, wie cool! Ich bin noch nie über dem Meer geflogen, glaube ich. Oder doch, natürlich. Wir sind schon nach Spanien geflogen. Einfach alles vergessen. Aber mega crazy, da kann man... Seht ihr das, diesen Strich da? Da, das ist ein so ein Container, Warencontainer. Mega crazy, wie klein der ist. Aber der ist riesig, wenn man so richtig schaut. Yay, schaut euch mal an, der Strand. Man kann sogar einige Leute sehen, die baden. Ja, mega cool, oder? Was ist das für ein schöner View, bitte. Das heißt, wir landen bald. Wir landen jetzt! Oh mein Gott, wie cool ist das? Wow! Das ist Rambatamba. Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, ob ich so einen Schrei drauf habe, aber ich bin auch jetzt waren wir nicht aufgefallen. Boom! Das war aber nicht da. Ich glaube, das wird dann nicht. Ja, aber wir sind gelandet, meine Lieben. Auch wenn es ein bisschen turbulent war und es geknallt hat. Wir sind da! So, jetzt muss ich noch meinem Mann Bescheid geben. Und so kleiner Flughafen hier. Wir sind da ausgestiegen und dürfen hier so rund. So. Einfach zu Fuß. Ah, unseren Koffer müssen wir ja noch mitnehmen, gell? Wäre nicht schlecht. Da ist die Sarah, da bin ich, 326. Wir sind zumindest auf einer Etage. Die Marina ist, tschüss! Die ist dann woanders, die ist weiter oben. Na, muss ich jetzt irgendwas drücken? Was ist los? Ah, jetzt. Das muss die machen. So. Ich habe ein ganz kleines Zimmer genommen. Ich habe ein Einzelbett. Wie klein ist das? Aber süß. Richtig kuschelig. Das ist mein Fernseher. Bitte, wie cool. Direkten Blick auf den Fernseher. Ein richtig schönes, kuscheliges Zimmer. Warte, ich mache euch gleich in 05, damit ich alles einfange. Also, kleine Roomtour für euch. Mein Bett schaut richtig kuschelig aus. Ich finde es richtig schön. Ich habe ein richtig schönes Hotel ausgesucht. Aschenbecher, schaut mal. Ja, das brauche ich ja nicht. Mit Föhn. Ich habe meinen Föhn nicht dabei. Sehr, sehr gut. Wie man sehen kann, mega schön, mega sauber. So Hotel Concorde, absolute Empfehlung, richtig schönes Hotel. Mehr brauche ich nicht, oder? Ich habe sogar hier Duschsachen dabei, obwohl ich meine eigenen Sachen mitgenommen habe. Kletteressen habe ich mit. Sehr gut, habe eine Steckdose. Föhn habe ich da. Perfekt. Ich habe sogar eine Minibar. Ein Wasser ist drin. Wahrscheinlich, wenn ich das trinke, wenn es mir verrechnet, dann muss ich 20 Euro sein. Spaß. Und ein Schrank. Oh, da mal rein. Ja, sehr cool. Dann kann ich meine Sachen aufhängen und auspacken. Riecht auch nicht schlecht, weil ich finde es immer so ein bisschen schlimm, wenn es schlecht riecht. Ich werde hier ein bisschen Licht machen. Gucken, wie das dann geht. Also ich muss wahrscheinlich die Karte reinstecken. Okay. Ich habe sogar eine Klimaanlage. Nice. Licht. Super perfekt, um mein Handy anzustecken in der Nacht. Hier noch ein Ladekabel für meine Kameras. Und jetzt kann ich wahrscheinlich Jalousie hochmachen. Und ich sehe sogar ein bisschen mehr. Oh mein Gott, ich sehe ein bisschen mehr. Moment, ich zeig's euch gleich. Seht ihr das? Da hinten mehr. Wir gehen dann zur Marina rauf, denn die hat wirklich mehr Blick. Sie musste nämlich gezwungenermaßen eine Suite nehmen, weil das ist das einzige Zimmer, das leer war. Ich habe ja schon vorher gebucht und habe gesagt, sie sollen dann auch herkommen, die Sarah und die Marina. Und die Sarah hat quasi ein bisschen teureres Zimmer und die Marina das teuerste. Wisst ihr, was mir jetzt gerade auffällt? Da ist keine Tür. Zum Badezimmer ist ja, also wahrscheinlich, weil man eh alleine ist. Ah ja, deswegen. Logik. Ich habe mir das nämlich gerade vorgestellt, nicht wie mein Mann da wäre. Der kann nämlich nicht machen, wenn die Tür nicht zu ist. Aber ja, okay. Wenn man alleine ist, braucht man ja auch keine Tür, ne? Ich habe jetzt ausgepackt. Das fühlt sich so, so toll an. Ich habe jetzt alles hier schön eingeschlichtet, aufgehängt. Hier die Aufhängesachen und hier die so T-Shirts und so Hosen noch, Ersatzhosen. Habe ich wahrscheinlich viel zu viel mitgenommen, wie ich mich kenne. Koffer habe ich auch verstaut. Eine Tasche für den ersten Abend. Meine Valentino ist da hinten. Und das ist meine Tasche für meinen Kollegen. So, ich bin jetzt eigentlich fertig und jetzt geht's zu den Mädels und dann schauen wir mal, was wir machen, was wir essen, was wir tun. Ich möchte natürlich noch ein bisschen mit. Let's go. Jetzt bin ich bei der Sarah, die hat auf jeden Fall für 100 Euro mehr schon was Feines, muss ich sagen. Bitte, Leute, schaut euch das an. Auch mit Fernseher natürlich. Doppelbett, heute macht sie sich richtig breit. Sorry, mal ohne Mann. Und Balkon hat sie. Kein, ich habe auch nur eine kleine Hasche. Wo geht denn das auf? Da. Hast du zum Lüften aufgemacht? Ja.
Sehr schön. Aber ich finde, es ist ein schönes Hotel, also sehr sauber, kann man gar nichts sagen. Ihr Badezimmer schaut auch sehr fein. Ein bisschen größer, sogar mit Sitzplatz, also falls du sitzen willst. Für ältere Herrschaften. Mit Popo-Waschanlage auch, natürlich. Mhm. Typisch Italien halt, ne? Wir waren jetzt kurz bei Marina oben und jetzt bin ich nochmal im Zimmer. Ich wollte mich ja umziehen. Ich habe mir schon eine andere Hose angezogen und bügel gerade, also und das Team bzw. gerade mein Hemd und werde mich ein bisschen frisch machen, weil die Marina hat es auch ein bisschen frisch gemacht. Deswegen, ja, vielleicht können wir noch was essen. Und das Team ist mega cool, das wollte ich mal zeigen. Ich habe jetzt hier mein Hemd, meine Bluse aufgehängt und das Team hat schon ready gemacht mit dem Wasser. Und er macht wirklich die Falten weg. Also einhändig ein bisschen doof zum Herzeigen, aber ich habe diese eine Seite schon gemacht und die ist schon wirklich komplett faltenfrei. Und die Rückseite. Mega cooles Gerät. Wieso habe ich mir das nicht schon vorher angeschafft? Kann ich mehr bügeln sparen. Einfach nur mal die Sachen steamen, die man braucht. Really nice. Schau dir mal das an. Heftig, oder? Gottes Willen, das ist so krass. Love it! So, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich zeige euch mal mein Outfit. Sehr gut. Perfekt. Also, ich habe jetzt mein Hemd angezogen und meine Hose, die mit dem Spalt, das ist ein bisschen blöde Position, oder? Ich stelle hier einen Boden auf. So, das ist jetzt mein Outfit. Sneaker habe ich an, ich habe hier drinnen meine Weste, meine Flanellweste und that's it. Let's go! Leute, schaut euch das an. Ich habe mir Schuhe gekauft, abgesehen davon. Gehen wir jetzt kurz zum Strand. Inception. Wir gehen zum Strand. Ich muss nur meine Hose halten, sonst, ja. Aber man merkt, dass die Saison vorbei ist. Und normalerweise wären da ja diese, wie heißt denn das? Diese Liegen, weißt du? Wobei, das könnte ja auch eine öffentliche Dings da sein, ohne Liegen. Wir sind jetzt essen im Restaurant Diana. Yay, voll cool. Ja, auf jeden Fall. Damals ist schon sehr hungrig. Wir waren jetzt ein bisschen spaziert. Ich habe mir übrigens schöne neue Kids, also das habe ich euch schon gezeigt. Zeige ich euch dann morgen, im morgigen Vlog. Nein, im nächsten. Ja, ihr wisst schon. Schon Kopfschmerzen. Heute nur einen halben Liter Cola getrunken. Das war meine einzige Flüssigkeit. So Kopfschmerzen. Und mit diesen sehr unterhaltsamen Damen hier. Mein Essen ist schon da. Ich habe mir Fritto Misto genommen. Fritto Misto. Schaut aus wie Mist. Sie ist so gemein. Sie ist so ein Hater. Hater. Sie, mein Essen, vielleicht setze ich mich dann zu Aida. So gut, so gut. Sarah kann es nicht schätzen. Aber ich nehme dann trotzdem ein Stück von deiner Pizza. Packst das für später hin. Machst das gleich Palazzo in der Tasche. Ich kriege ein Geschenk. Mein Amethyst-Geschenk. Jetzt zum Onyx. Passend, gell? Ich bin heute nämlich Onyx geworden, mein Lieben. Ich habe ein bisschen mit fettigen Fingern angefasst. Soll ich das auch machen? Okay, ich mach's schon. Ah, was? Manifest. Warte kurz, ich spreche. Manifest huge things. Oh, das ist süß. Du hast das auch? Ja, ich hab's auch. Für Emerald. Muss ich mir dann raufgeben. Dankeschön. Ich brauche nur ein neues Bändchen. Ja. Kaufe jetzt gleich ein blaues. Ah ja, stimmt. Wir sind jetzt im Zimmer. Wir haben gar nicht mal gebloggt, mein Lieben. Ich meine schon mit Geld oder was. Wir waren jetzt immer bei Essen, noch was trinken. Und jetzt sind wir um 11.30 Uhr zu Hause. Jetzt gehen wir in die Zimmer. Und morgen. Ja, tschüss. Und jetzt sage ich gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Im Event.